Robotaki. Man hört dich, Waschi, übrigens. What? Ja. Wir sind live. Die ganze Zeit. Live und in Farbe. Nein. So, ab jetzt Qualitätsaufnahmen. David ist nicht mehr da. Wir haben ihm gesagt, er kann beim Bauern sich Wasser holen, jetzt ist er weg. Bei dem Bauer war dann. Bei dem Bauer war der Alte schiebt sich Salami in die Spalte. Wow. So, wir mich nicht immer anpupsen, wenn ich mal ein bisschen direkt. Weißt du? Denn so eine Vorlage kann ich nicht ausschließen. Was haben wir gemacht? Ja, schwängeln wir mal weiter. Los, den Brückenauftrag her. Ich will kotzen. 17 Aufgaben haben wir. Was ist das? Die Brücke kommt jetzt. Auftrag annehmen. Und keiner geht ins Bett, bis die Brücke fertig ist. Und wenn er 3 Tage dauert. Ich hab Zeit. Ich bin bis Ende des Monats leider krank geschrieben. So, verdichten und dann müssen wir bohren, gießen und gießen, setzen, besorge, gieße, setze, transportiere und Vorarbeiter ansprechen. Wo ist denn der Waschi schon wieder hin? LK-Watsch. Was willst du mit dem LK-Watsch? Der. Die Bohrmaschine. So, ihr fangt schon an. Gut. Was? Geld. Wieso? Ich denke zuerst verdichten. Ja, wir müssen ja jede Menge Maschinen fahren. Wo ist denn der andere Anhänger? Da kann dann die Rammel drauf. Das Rammel. Wow, überhaupt nichts zu bringen, überhaupt nichts. Wenn ein Anhänger dran hat, kann man nichts wegbumsen. Das ist unfair. Dabei wollte ich so schön einen Bumser machen. Aua, laufen denn alle Streams? Ich hoffe mal. Ich habe jetzt einfach auf Streaming starten geklickt, ohne Bildschirm oder alles. Einfach so. Ich hoffe mal, läuft überall. Also YouTube läuft. Twitch buffert gerade wie blöd bei mir, wie immer. Ah ja, dann wird schon alles laufen. Läuft Twitch, Chris? Ich würde sagen, okay, läuft alles. Ich sag nur, Chris hat sagen, wenn nicht. Ich sag nur, was Chris hat sagen. Er ist wieder schlecht drauf. Ich hab Chris hat geärgert. Was? Warum ist er schlecht drauf? Das weiß ich nicht. Ah ja, weil das er heute. Das weißt du genau. Doch, heute gab's Krustenbraten. Und du hast ihm alles weggefordert. Und da ist ja ein bisschen Fett dran, ne? Ja. Und Chris mag ja kein Fett. What? Und da war ein bisschen. Da war eine so eine. So ein Quadratmillimeter Fett dran und jetzt fühlt er sich krank. Das ist doch das Beste am Krustenbraten. Ja, echt, ne? Das Fett ist doch das Beste am Krustenbraten. Das Beste an 7 Days ist auch der Lockaus-Button, den habt ihr gerade nicht benutzt. Nein, das Beste an 7 Days ist die Deinstallation. Ja. Es ist klar, dass dieser Müll nicht auf meinem Kanal landet. Ja, sollst du ja auch nicht. Das ist nur so ein Streaming-Ding. Hast du denn noch irgendwas drauf? Nee. Nee. Ja, versuch mal klug dort noch was drauf zu packen. Ah, ja, das ist 7 Days, ist, ey. Ja, brauchen wir einen Mobilkran? Die Krüste am Krüstenbraten. Kann gut sein. Ach, die Baustelle ist schon markiert, sehr gut. Jetzt habe ich wieder dasselbe Problem, wie der Waschi gestern hatte. Was denn? Ein LKW gibt gerade kein Gas. Nochmal abkuppeln. Nochmal ankuppeln. Sicher, dass wir eine Betonpumpe brauchen. Ich glaube, ein Kran wäre, glaube ich, besser. Wir müssen gießen. Ja, nimm doch einfach bloß den Betonmischer mit. Ja, ansonsten haben wir doch diesen Kübel für den Kran. Ja, dann musst du aber wieder ein extra Auto los, ja, auch mit dem Kübel. Ja, kann man den Kübel beim Andrehen nicht drauf stoppen? Den hätten wir vielleicht noch machen können. Ja, komm, kannst du doch mal zurück. Komm mal zurück.
Fahr gleich nach oben. Ich komm. Der Kübel steht nicht hier oben, ne? Der Kübel steht nicht da oben, der muss doch da oben stehen. Ja, wo ist denn der Kübel? Guck mal nach, ob der vielleicht noch irgendwo unterwegs ist. Oder setz ihn einfach zurück. Firma, Fuhrpark, nee, Warenlager, Betonkübel. Noch irgendwo. Da ist er doch. Dann packt der Dixi-Klo auch gleich drauf. Ja, guck mal, Sienchen ist wieder da. Komm, spiel Bausim. Kommen sie alle wieder. Ja, es kommt auch kein 7 Days mehr bei uns. Das war's das letzte Mal. Ich spiel lieber noch eine Runde Rust, ehrlich. Dann kann der Waschi mich noch mal mit seinem harten Lümmel verprügeln. Rust spiele ich jetzt auch nicht mehr. Und spiel wieder Empyrean. Da wollten wir aber eigentlich erst wieder, wenn Alpha 4 rauskommt. Im Endeffekt ist ja Alpha 4 draußen, ne? Als Experimentalversion. Aber die geht natürlich wieder nicht auf den Server, Experimentalversion. Das ist das Problem. Jetzt gehen die Survival-Spiele. Ja, Wald rum. Jetzt gehen die Survival-Spiele aus. Ich hatte noch ein Spiel. Warte, das Klo noch. Mach drauf, Klo. Du willst manchmal nicht mehr springen, ist da behindert geworden. Jetzt. Jetzt komm, steck rauf, das Klo hier. Waschi, muss schon. Alter, Waschi, mach das nicht. Hör auf! Oh, wow, jetzt können wir nichts mehr festmachen. Ja klar. Aschi macht alles kaputt. Wow. Ich bin zu fett. Du stellst dich vorne drauf und dann geht da hinten der... Also, Aschi, du kriegst nichts mehr zu essen. Diät. Ganz klar Diät. Oh Gott, die ganze Karre wackelt, wenn du da drauf fünfst. Alter, was ist los? Oh, Mann. Zwei ganze Anhänger. Wow. Was ist die ganze Putte mal? Das sieht lustig aus. Das gefällt dir immer, ne? Wenn wir es wackeln, ne? Ja. Ja, wackeln ist gut. Wackeln ist gut. Je länger sie sind, umso besser, ne? Wie war das bei Mafia? Da hat einer gesagt, ich hab die hängende Möpse meiner Oma oder meiner Tante gesehen. Die sehen aus wie zwei leere Kartoffelsäcke. So weit hängen die wohl runter. Oh. Ah, oh, bremsen. Eieieiei. LKW fährt wie ein LKW. Wo ist eigentlich die Baustelle? Ist die weit weg? Hinter Bahnhofsviertel. Also wenn Waschi schon wieder Scheiße sagt. Ja, er hat den LKW wieder umgekippt und so. Ja, hat er wieder den Salto Montale gemacht, ne? Ja, PKW-Weg. Da musst du dich hinter ihm einordnen und warten, bis du die Gelegenheit hast, um überholen. Nee, es war eine zu enge Kreuzung. Alter Waschi, eins musst du dir merken, zu eng gibt es niemals. Es gibt immer doch. Anlauf oder Gleitmittel. Bleifuß hilft immer, im Zweifelsfall. Ah, guck dir das an, hier sind wir ja. Toll. David ist nicht da, wer macht jetzt die niedere Arbeit und quetscht den Boden zusammen? Na, Waschi. Nee. Ich bin fürs Nasebohren zuständig. Welchen Bereich müssen wir denn? Deswegen hast du den Nasebohrer mitgenommen. Ja. Wo walzen wir denn jetzt?
Müssen wir das jetzt alles hier walzen? Ups. Olli bringt ja hoffentlich den Kran mit, damit wir die Sachen auch abladen können. Wo müssen wir denn jetzt verdichten? Ah, ich muss jetzt mit dem Vorarbeiter reden. Wo ist denn der? Gar nicht aufgepasst. Der ist ein paar Meter vorher. Hier bauen wir jetzt eine Autobahn, eine Brücke hin, ne? Das ist ja lustig. Ach, da vorne steht er. Direkt neben der Pommesbude. Ups. Was ist denn jetzt schon wieder gemacht? Ein Auto blockiert gerade die Straße. Aha. Deins wahrscheinlich. Nein. Oh. Aber da liegt ein PKW auf dem Dach. Olli, was machst du denn da? Oh, der Kran ist da. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Wow, was macht ihr? Ich guck einfach da vorne, was macht ihr denn da? Verdammt. Nein, ich will nicht zum Firmengelände zurück. Mach mal die Bereiche frei. Oh ja, geht ja los, warte. Na, hier soll verdichtet werden. Ja, ja, jetzt hatte mir das ja auch an. Oh, ich steck immer noch fest. Der Quatsch hat wieder kaputt gemacht. Was, bist du stolz auf dich? Ja. Oh, ich kann nicht mehr fahren. Der Wagen ist Schrott. Ah, jetzt häng ich in der Luft. Ja, Waschi, ist der Demolition Man. Sylvester Stallone in der Demolition Man. Warte, ich mach auf. So. Also da Bumsklo runter und dann können wir loslegen. Machst du da schon wieder? Nix. Waschi will mich wieder ärgern. Der Waschi ärgert mich. Genau. Mit dem Plumpsklo. Das Plumpsklo des Verderbens. Schlimm. Das kleine Stück muss ich nur verdichten, das schaffe ich. Vielleicht. Mein Gott, bald kommt Landwirtschaftszimmer raus. Wie stellen wir uns denn dabei an? Und Olli nicht, hier müssen wir verdichten. Los, fahr so. Oh, 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 oh. Olli, jetzt nimmst du wieder mit. Komm, wir haben 17 Arbeitsschritte vor uns. Gibt's doch genug Material zum Unsinn machen. Ich muss erstmal gucken, wie weit ich komme mit dem Kran hier. Ja, guck mal, du kannst hier doch einen Kran. Aber sieht gut aus. Was, wo? Na, hier, vor mir. Nee, ich glaube, da müssen wir noch was hinbasteln. Meinst du? Da müssen wir wahrscheinlich den Raupenkran hinstellen. Wow, Olli.
Meinst du? Würde auch gut dahin passen. Bist du sicher, dass du da bohren musst? Nee, ich will den bloß aufstellen. Also. Und viel wichtiger ist, wo stelle ich jetzt das Klo hin? Am Anfang der Baustelle. Wichtigste Frage. Wo stelle ich das Klo auf? Es gibt auf der Baustelle nichts Wichtigeres als das Scheißhaus. Doch. Einen guten Bierhändler in der Nähe. Weil der anspruchsvolle Bauarbeiter trinkt nicht mehr jede Plörre. Klar, Sternburg. Assi-Bier Nummer 1. Leckeres Aldi-Bier aus der Plastikflasche. Kannst du ja was hinstellen? In den Fluss sollen wir das stellen. Waschi drauf geht, ist da ein Fluss drauf. Ich habe das perfekte Plätzchen gefunden. Ich muss mal scheiße, das Ding ist ja voll. Kannst aber vor und nach dem Kacken gleich zum Bier holen fahren. Oder also während des Kacken. Währenddessen. Müssen den jetzt verdichten. Dann bin ich auf der anderen Seite. Doch, kann sein. Wie kommen wir denn da rüber? Mit dem Auto. Nee, echt jetzt? Alter, das meinen die doch nicht ernst. Wir müssen jetzt da rüber. Kann man nicht erstmal einen Abschnitt fertig machen? Oder so, dass man zumindest den gleichzeitig sparen könnte. Haben wir genug Geld? Kauf alle Geräte doppelt. Ja, aber wir haben nicht genug Platz dafür. Kommen wir jetzt da rüber. Jetzt ohne Witz, wie kommen wir denn da rüber? Müssen wir da rüber? Wir bauen ja eine Brücke, um da rüber zu kommen. Dann müssen wir wohl auf die andere Seite fahren. Also rechts rum? Nee, ist andersrum. Da musst du wohl noch eine Firma aufmachen. Nee, andere Richtung. Warum andere Richtung? Dann fährst du die Straße runter bis zur Kreuzung und dann rechts und dann wieder rechts. Dann kommst du auf die andere Seite. Wow, da hinten ist eine Brücke. Warum bauen wir dann noch eine Brücke? Total schwachsinnig. Wie hatten wir die Stadtplanung gemacht? Darf ich vorstellen, Ted Mosby, Architekt. Sex-Architekt. Nicht? Sexy-Tekt. 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 Jo, rechts und wieder rechts. Na, ich seh's schon. Tatsache. Müssen wir verdichten jetzt? Ich muss mal die Rampe runterlassen, wäre praktisch, ne? Ja, das könnte helfen. Du sprengst einfach. Sprungschanze, Olli! Wow, jetzt hat Olli sich festgehakt. Fahr mal vor. Schade, dass es hier kein Fernschaus gibt. Olli K. Sexprolet.
Los, Olli, verdichte diesen Bereich. Du brauchst nicht alles verdichten. Das ist relativ großzügig. Was hast du denn hier für Schlenker gemacht? Hast du gesoffen? Oder andere Frage. Hast du nicht genug gesoffen? Olli, was ist in deinem Kaffee drin? Das ist immer Kaffee mit Schuss? Naja, wir können Olli, wenn er da arbeitet, nicht fragen, weil Olli schafft es nicht, die Push-to-Talk-Taste. Frag lieber, was in meinen Zigaretten drin ist. Ja, Olli kann nicht die Push-to-Talk-Taste drücken und reden und fahren. Komm, heute machen wir mal ganz souverän die Brücke fertig. Ist David nicht da? David macht keinen Spaß, wenn David sich nicht aufregt, wenn wir Unsinn machen. David immer. Hä? Müsst ihr das denn immer machen? Benehmt euch doch mal. Könnt ihr einmal was professionell erledigen? Nein, wenn du professionell willst, geh um Strich. Ja, ist doch so. Mensch, seid ihr immer noch nicht fertig? Ja, echt, der Olli, der macht auch ganz vor und zurück, rein und raus, vor und zurück, voll professionell. Olli, nach dem Bausimulator kannst du dich doch als Walzenfahrer mal bewerben. Das ist kein Job für dich, es geht immer ganz langsam vorwärts. Ich hast es geschafft, jawohl, Walzenzug. Direkt aufladen. Die Baustelle voll. Okay. So, jetzt müssen wir. Das sind 76 Boah. Schritte. Boah, Bohrung, 76 Bohrung. Alter, hier auf der jetzt, Seite auch. Jetzt sind wir schon bei was? 39? Ach du Scheiße. Hier muss der auch bohren, auf beiden Seiten. Wow. Heißt, der Waschi bohrt jetzt da drüben. Und dann muss er hier rüber und dann müssen wir hier auch noch bohren. Na, kriegst du das hin? Ich schon. Waschi ist doch der einzige Professioneller hier. Das klang eben anders. Waschi ist der einzige mit den richtigen Qualifikationen. Ja, stimmt, der hat alle Lehrgänge gemacht. Na, der hat alle Lehrgänge gemacht, hat das Spiel geatmet. Doch, nicht alle Lehrgänge gemacht. Was war das denn? Ja, André, das passiert, wenn man übersteuert. Was war das denn? Und die Handbremse anzieht. Aber LKW ist kaputt. Das hab ich gehört. Die LKW ist kaputt. Ich würde mit der Walze gerne mal ein Wheelie machen. Der Walze war bei dir in der Leere. Aha. Was sie da ja bist du so gut. Zampa hat dir alles beigebracht. Wir sollten David auch mal dahin schicken, er ist auch mal produktiv. Ja, vielleicht. Oder Zampa ist danach völlig verzweifelt. Du könntest dem David mal erklären, was ein Lautstärkeregler bei seinem Aufnahmen ist. Auf mich will er nicht hören. Los, einführen. Das könntest du ihm natürlich auch erklären, dass monotone Stimmenlagen äußerst einschläfernd wirken. Er ist ja zum Glück nur Subnautica. Ja,